Jo, grüße euch. Sieglinde sorglos mal wieder am frühen Morgen unterwegs. Ja, morgens habe ich meistens die Zeit dazu, euch mal zu begrüßen, Hallo zu sagen, ein kleines kurzes Video zu machen, euch erzählen, wie es mir geht, wie es unserem Hund geht. Wir sind hier, ja, eigentlich sind wir ja mitten im Kartoffelfeld, aber so, dass wir natürlich nichts kaputt treten. Elsa, wo bist du? Komm her, wir gehen jetzt aber wieder raus. Wir sind hier am, komm her. Hier ist noch eine Spur, hier können wir auch ein bisschen laufen hier, wo wir gerade sind. Also die werden, ich denke mal, die werden bald auch geerntet hier, die Kartoffeln, wo wir gerade sind. Das Maisfeld ist ja schon abgeerntet oder gerodet, wie sagt man, das Maisfeld hier. Ja, das sieht wieder ganz gut aus. Ja, hier oben am Himmel, ja, da sage ich jetzt mal gerade nichts zu. Man sieht hier Streifen über Kilometer Länge. Ich weiß auch wieder nicht, wo die herkommen. Ganz komisch, aber gut. Ja, alles nur Kondenswasser, wissen wir ja alles. Alles nur Kondenswasser, Leute. Komische Streifen, gut. Aber aufpassen, sonst sind wir ja direkt ein Verschwörungstheoretiker hier und erzählen hier irgendeinen Müll. Aber bei meinem letzten kleinen kurzen Bericht habe ich euch ja, ich weiß nicht, ob ihr manchmal meine Beschreibung auch dazu lest. Also ich lese mich auch manchmal immer, nicht immer, ein bisschen ein. Und setz unter meinen, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen was erzähle, wo ich auch nicht so, ja, mich so besonders mit auskenne, lese ich mich trotzdem ein bisschen ein und setze da immer noch ein bisschen ein paar schriftliche Sätze drunter oder oft. Und da kann man sich schon mal ein bisschen dann orientieren, auf jeden Fall. Ja, trotzdem, wie gesagt, erzähle ich nicht immer oder weiß ich, bin ich nicht allwissend hier, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Habe ich ja schon mal gesagt, ich bin normaler 0815. Und ja, ich teile halt einfach gerne mal mit, wie ich mich so fühle, wie sich mein Hund fühlt, was mir so passiert ist, was ich erlebt habe. Gestern war ich auch noch auf dem Geburtstag. Da hatte jemand Geburtstag gehabt, der hat nachgefeiert. Noch jemand hatte Geburtstag. Eine ganz wichtige Person in meinem Leben hatte gestern Geburtstag. Obwohl ich nicht da war, war nicht so richtig möglich. Für mich nicht, in meinem Kopf nicht. War ich aber in Gedanken da bei dieser Person. Und das ist viel wichtiger, weil diese Person hat mich auch viele Jahre immer in Licht gehüllt. Und da sind Sachen anders zu mir rübergekommen als persönlich, sage ich jetzt mal. Und ja, die Sonne blendet sehr stark, darum bin ich hier die Augen am zusammenknistern. Das ist also, wenn ihr mal guckt hier, guckt euch mal das wunderschöne, den Sonnenaufgang. Die Sonne steht schon ein bisschen höher, wir haben ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Haben wir 8 Uhr mittlerweile. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Kriege ich gar nicht in der Reihe hier. Rechts das Telefon, das Handy, links die Hundeleine und dann noch quatschen. Da bin ich ja schon fast überfordert. Ja. Ja, unser Heimatverein, nicht direkt, also mein Heimatverein, sage ich mal, richtiger Heimatverein, der KFC Uerdingen. Ja, ich muss sagen, hier so wie es ist. Jeder soll zu seinem Verein stehen. Hier im Dorf, hier bin ich ein Verein von. Von unserer Grevater-Mannschaft und der KFC Uerdingen, früher Bayer Uerdingen 05, hat gestern auch gegen Strahlen Gott sei Dank das Blatt noch gewendet und mit 4:3, ja, Gott sei Dank in der Grotenburg, ja, einen Sieg rausgeholt. Und erst, die lagen erst mit, ja, Strahlen hat mit 3:1 schon geführt, aber dann ist das Blatt nochmal gewendet worden. Ja, so sieht's aus. Und heute geht's auch auf einem Dorfsportplatz, wo unsere zweite Mannschaft von Grevrath ein Spiel hat. Da freue ich mich auch schon drauf. Und so weiter und so fort. Elsa, komm her! Oh, die Elsa, guck mal da hinten. Seht ihr die? Komm! Elsa! Hey! Elsa! Komm! Ja, Elsa ist schon gestolpert. Ja, die wird ja auch jetzt 12. Komm! Aber schnell! Aber los! Komm! Komm! Mann, du Oma, du bist auch langsam eine Oma. Er wird langsam eine Oma. Genau wie ich ein Opa werde. Ja, bin ich ja schon. Ja, gut. So, ich habe schon wieder genug gequatscht. Ja. Habe schon wieder genug gequatscht. So, ich wollte euch mal ganz kurz noch wieder sagen, aber ich schon wieder ein paar Minuten verlaufen, dass ich euch einen wunderschönen, stressfreien Sonntag wünsche. Ja, egal, was ihr vorhabt, ob ihr faulenzt, ob ihr was macht, ob ihr nichts macht, ob euer Hobby ausübt oder wie gesagt, euch einfach nur ausruht. Ich habe doch morgen frei. Oder seid krank, ruht euch aus, habt einen Krankenschein oder egal was. Ich wünsche euch auf jeden Fall das Allerbeste. Ja, das ist so. Macht das Beste draus. Ich versuche das auch. Ich arbeite jeden Tag daran. Ja, die zugehört haben,
und denen mein Blödsinn gefallen hat, ein bisschen, was ich da erzählt habe, könnt ihr ruhig einen Daumen hoch machen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ne? Die mich mögen, die habe ich auch lieb, die nicht. Da arbeite ich dran, die auch noch lieb zu haben. Okay, alles gut. Eure Sieglinde sorglos. Wir sehen uns und wir hören uns. Tschüss.